Und willkommen zurück zum nächsten Promotion-Video von mir, RalfingLP, aka der Typ, der vor dem Mikro sitzt. So, heute den Kanal von RZ2794. So heißt er zumindest auf YouTube oder der YouTube-Kanal und eigentlich heißt er Raphael LP. Ja, Raphael LP, wir schauen auf deine Zahlen, 95 Abonnenten, 4108 Videoaufrufe. Knallhart hier. Es gibt noch ein TS, wo man mit ihm quatschen kann. Hier ist die schöne IP, könnt ihr mal eingeben, bei ihm vorbeigucken. Cool. Seine Ziele hat er schon erreicht. 10 Abos, 20 Abos. Wie viel hat er jetzt? 95. Cooler Scheiß. Bald die 100. Vielleicht gibt es jetzt sogar ein Special. Ja, hier gibt es ein Bewerbungsformular. Was wird er wohl damit vorhaben? Was weiß denn ich? Webseite, Twitter, Facebook, Fanpage, Spend43, Platoon, Streamgruppe, Streamgruppe, Livestreams. Wobei es ist Own3D. Ich glaube, die Seite gibt es gar nicht mehr. Könntest du vielleicht mal ändern? Ich weiß es nicht. So, seit dem 20.09.2011 dabei. Wir zoomen mal ein wenig raus. Dumm. Ihr seht, das Design ist riesig. Da steht auch Raphael LP. Also wenn man mal so ein bisschen ranzoomt, erschlägt eines so ein bisschen. Man sieht es ganz gut. Das Schwarz ist auch gut gewählt, auch in den Seiten. Hier, ihr seht, alles cool und dufte. Hier drüben ein bisschen Worms. Hier drüben ein bisschen eine Rakete. Was weiß ich, was das sein soll. Gut, so viel zum Design, so viel zum Channel Layout, so viel zu seinem ersten Eindruck vom Kanal. Wir gehen mal zum zweiten Reiter. Und da sehen wir die Uploads. Die Uploads. Ja, egal. 24 Aufrufe vor 3 Tagen, 37 Aufrufe vor 5 Tagen, 91 vor einer Woche, 53 vor 3 Wochen, dann sind wir schon beim Monat. Ich muss sagen, die Aufrufzahlen passen eigentlich ganz gut zur Abonnentenzahl, muss man sagen. Hier fast 100% ist wirklich in Ordnung. Oder auch hier so ein Viertel oder Drittel, ganz cool eigentlich. Nur eben, was ist da mit den Uploads los? Da gab es doch schon mal mehr bei dir, oder? Ein bisschen Pause gemacht, so wie es aussieht, mit Minecraft, Worms hat er auch gespielt. Und jetzt geht es eben weiter hier mit Age of Empires 3. Das Ganze auch ein schönes Thumbnail verpackt, muss ich sagen. Die Minecraft-Thumbnails waren jetzt nicht wirklich spektakulär. Man sieht zwar die Figuren, aber dieser graue Hintergrund, ich weiß nicht. Tört mich jetzt nicht richtig an, könnte ich mir keinen drauf runterholen. So, dann gucken wir mal weiter. Hier, zu den Playlists. Wir haben Age of Empires 3, klar, von dem Monat gestartet. Neues Let's Play. Let's Show Your Minecraft Server. 3 Videos, dann Let's Test. Hatte mal 2 Sachen getestet. Wuhu! Dann Play Together Portal Coop. Ich habe das letzte weggelassen, einfach nur, weil ich cool bin. Specials, Spazials. Nein, ich lache dich nicht aus, ich lache mit dir. Und Gastauftritte. Let's Promotion, ja, kommt immer gut. Ich sag's euch, diese Kanäle, Knaller. Macht sofort einen Promokanal auf, macht es so wie ich. Abos, YouTube Money, Fame, kriegt ihr alles sofort. Ja, dann haben wir noch Minecraft Multiplayer, Minecraft Server, Let's Play. Übrigens, sorry, dass ich so gelacht habe, aber Special schreibt man nicht so, ja. Das schreibt man nicht mit A, Spazials, ja, das ist Spekulatius vielleicht oder was weiß der nicht. Let's Play Schenk 2, die Demo, ganze 2 Videos, auch ein knaller Projekt hier, muss ich wirklich sagen. Half-Life 2, die Demo, auch super. Let's Play Mass Effect 3, die Demo. Du spielst viele Demos, finde ich nicht verkehrt. Braucht man wirklich überall eine eigene Playlist? Mal gucken. Minecraft Tipps und Tricks, hast du schon ganze 4 Stück weitergegeben vor einem Jahr? Okay. Battlefield Play for Free, Let's Play Trackmania, geiles Spiel, mag ich wirklich, Rennspiele stehe ich drauf und hey, Ski Challenge 2012, ist bestimmt super aufregend. Dann haben wir noch Bully die Ehrenrunde, 6 Videos und Bully die Ehrenrunde, Tipps und Tricks. Ja, alles klar, das heißt, ein bisschen viel Random-Zeug hier drauf, muss ich sagen, die Struktur des Kanals ist mir so noch nicht ganz klar, aber wir wissen seit neuestem hier eben Age of Empires 3. Und wo gucken wir rein? In Age of Empires 3. Nummer 5, die erste Seekarte, Deutsch HD Plus. Warum auch immer Plus? Wahrscheinlich wegen 1080p, was es hier auch zur Auswahl gibt. Wir gucken aber 27p, weil ich das Ganze so immer minimiere, ein bisschen kleiner mache, das hier ist völlig egal. Viel Spaß, ciao. Okay, dann brauchen wir unbedingt noch einen Marktplatz zu bauen. Nee, hier. Genau. Damit wir das Ganze eintauschen können. So, also, als Ziel haben wir jetzt, suchen sondern ja, das haben wir jetzt gecheckt, Seekarten werden bewacht, sie sollten zumindest über eine Streitmacht verfügen, wenn sie nach ihnen suchen. Die Seekarten können ebenso, wie ich schätze, nur von Helden oder Siedlern geborgen werden. Okay, sehr gut. Unser Marktplatz wurde erstellt. Genau. Da uns ja anscheinend das Geld ein bisschen schneller bekommen. Machen wir mal das hier, damit das auch noch schneller geht.
Wir können einige Siedler zum Sammeln von Rohstoffen auf eine nahegelegene Insel bringen, wenn die Vorräte hier knapp werden. Werden sie, glaube ich, nicht. Nee, das hat noch genügend Münzen hier drinne. Sonst noch mal hier hinten noch ein bisschen. Holz haben wir eigentlich auch noch genug hier. Nee, machen wir noch nicht. Bräuchten wir dann vielleicht später, aber jetzt noch nicht. Okay, ein bisschen zu wenig. Okay, ein bisschen zu wenig und dann machen wir Pause. Du sagst einen schönen Satz und wenn es das schnell ein wenig schneller bekommt. Ich meine, ist ein toller Satz, weil der macht so überhaupt keinen Sinn. Ist ein Versprecher, sage ich mal, den du einfach gekonnt übergehst, ja. Finde ich gar nicht so schlecht, fand ich aber auch sehr lustig. Ansonsten, wenn du diesen Text vorliest, da gerade, wo wir reingeguckt haben, nuschelt es nicht so vor dich hin, als würdest du nur in Gedanken das Ganze dir vorlesen, so als Unterstützung, sondern erzähl es deinen Zuschauern, ja. Lest es deinen Zuschauern vor, dass die wissen, was du tust. Und du sagst dann auch mal so, also ich glaube, es vor so einer halben Minute, da klickst du da unten irgendwo rum hier in dem Menü und sagst, erklär doch, was du damit meinst, ja. Du kannst ja nicht, man kann nicht Gedanken lesen, wenn du Let's Playst oder wenn du eben dein Video aufnimmst und dabei spielst. Ansonsten muss ich sagen, ist natürlich Age of Empires 3 sehr strategiebasierend. Das heißt auch wirklich viel aufbauen, viel ernten, viel sammeln. Machst du eigentlich ganz gut. Bis auf diesen Versprecher eben. Und vom Sound muss ich sagen, rauscht es mir ein bisschen zu arg. Der In-Game Sound ist vielleicht ein bisschen zu. In-Game Sound, ja. In-Game Sound heißt das Ganze, Ralf. Ja, Sound. Ist vielleicht ein bisschen zu leise. Klickgeräusche. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Was ist denn heute los? Klickgeräusche. Ja. Ich versuche mich zumindest immer zu korrigieren, wenn ich Fehler mache, ja. Nachher würde ich mich auch dafür wieder ein bisschen geiseln mit meiner Peitsche. Solltest du vielleicht ein bisschen schauen, dass das Mikro weiter weggeht von der Maus und eben um das Ganze, damit es halt nicht so laut ist. So, genug gelabert für heute, würde ich sagen, für diese Promotion zum Kanal von Raphael LP. Schaut bei ihm vorbei, hinterlasst ihm konstruktive Kritik und wenn es euch gefällt, ein Abo. Wer hätte das gedacht? Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Hinterlasst mir doch bitte Kommentare unter diesem Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder draußen. Hola Drihü.